So ein Elektroauto ist doch was Tolles, oder? Es geht ab wie eine Rakete, ist aber viel leiser. Und außerdem bringt es mich ganz ohne Emissionen von A nach B. Denn anders als Benziner oder Diesel wird es durch elektrische Energie angetrieben. Und die kommt dank Energiewende immer mehr aus Wind, Sonne und anderen erneuerbaren Quellen. Großartig. Eines muss man aber auch beim E-Mobil auftanken, also hin zur Ladesäule. Stecker rein und abwarten. Riecht nicht, tropft nicht, Strom eben. Ganz einfach. Unser Strom wird schon zu großen Teilen aus erneuerbaren Energien gewonnen. Und es soll noch mehr werden. Bis 2050 soll der Anteil an Stromversorgung auf 80% steigen. Okay, jetzt weiß ich, woher der Strom für mein Auto stammt. Aber wie kommt er von dort bis zur Ladesäule? Durch das Stromnetz. Es ist 1,7 Millionen Kilometer lang und sehr fein verästelt. So ähnlich, sagen wir mal, wie unser Straßennetz mit Autobahnen, Landstraßen und Straßen in Ortschaften. Die Autobahnen sind vergleichbar mit dem sogenannten Übertragungsnetz. Kleinere Straßen bilden das Verteilnetz. Es verteilt den Strom in größeren Regionen oder Ortschaften. Das Verteilnetz bringt den Strom bis in unsere Häuser und in die Ladestation meines E-Autos. Deshalb ist das Stromnetz das Rückgrat der Elektromobilität. Denn ohne seine Leitungen und Umspannwerke läuft nichts. Auch mein Auto nicht. Das deutsche Stromnetz funktioniert äußerst zuverlässig. Durch die Energiewende verändert es sich allerdings. Die ersten konventionellen Großkraftwerke werden aber nach und nach abgeschaltet. Und außerdem haben erneuerbare Energien Vorrang. Das ist super für die Umwelt. Aber teilweise muss der Strom deswegen über weite Strecken transportiert werden. Und überhaupt speisen Windenergie und Solaranlagen nur dann Strom ins Netz ein, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint. Die Schwankungen zwischen Stromerzeugung und Verbrauch können deswegen enorm sein. Das fordert das Netz ganz schön heraus. Denn das ist ganz wichtig. Im Netz müssen Erzeugung und Verbrauch im Gleichgewicht gehalten werden. Außerdem kommen mit dem Boom der Elektromobilität Millionen neuer E-Autos ins System. Wenn die jetzt alle gleichzeitig laden wollen, kann es ganz schön kompliziert und auch mal kritisch im Netz werden. Dann können beispielsweise Engpässe entstehen. Das ist so, als würde man Stau auf den Stromstraßen haben. Aber glücklicherweise lässt sich das ja regeln. Um Engpässe zu bewältigen, muss das Stromnetz ausgebaut werden. Aber wir können noch mehr tun, um schon heute jede Menge E-Autos zu versorgen. Die Verteilnetze noch besser ausnutzen, also beispielsweise, indem wir sie digital steuern. Ähnlich wie Ampeln den Verkehr regeln. So vermeiden wir Staus, also Engpässe. Das machen Netzbetreiber schon heute bei den großen Stromautobahnen, den Übertragungsnetzen. Eines ist also klar. Unser komplexes Stromnetz ist das Rückgrat der Elektromobilität. Der Strom, der in ihm fließt, wird immer grüner. Dafür sorgt die Energiewende. Diesen Wandel zu gestalten, ist die Aufgabe des VDE FNN. Schließlich soll das Stromnetz der Zukunft genauso sicher und zuverlässig arbeiten wie heute. So. Ich muss jetzt aber mal los. Mit dem Wind im Rücken und der Sonne im Tank. Tolles Gefühl.